Servus und herzlich willkommen zu einem Livestream hier bei Days Gone. Servus Lapiti. So, ich freue mich schon auf das Spiel. Ich bin echt einmal gespannt, wie es ist. Servus la Karalinchen. So, ich muss noch gucken, dass hier auch wirklich noch alles eingestellt ist. Ich war wieder ein wenig knapp dran. Jo. Sollte passen. Man sollte auch den Sound hören. Wahrscheinlich und hoffentlich nicht lauter wie mich. Ich hoffe, euch geht's gut. Servus, Le Tom. Schön. So, ich weiß ja wieder mal nicht, wie es ist hier mit dem Sound bei, bei YouTube später. Von daher werde ich jetzt halt mal die Musik ausmachen und das Ganze ohne Musik laufen lassen. Das ist, glaube ich, eh immer interessanter. So, also mehr wie diesen Bildschirm habe ich selber auch noch nicht gesehen. Das ist im Grunde alles, was ich bis jetzt von dem Spiel kenne. Ja gut, die Trailer kenne ich. Ich habe mich auch ein bisschen davor gedrückt, das Spiel zu machen, weil es sehr hektisch ausschaut. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es ist. So, von daher nochmal herzlich willkommen zu diesem Spiel, Days Gone. Ist im Grunde für mich ein angezockt. Ich würde auch sagen, dass wir direkt mal einsteigen. So, leicht. Für Spieler, die die Story erleben wollen, senkt den Gegner-Schwierigkeitsgrad. Normal für Spieler, die es mit maroden Straßen aufnehmen wollen. Schwer, ja, das fällt schon mal weg. Also alles, was über normal hinausgeht, fällt schon mal weg. Ich weiß nicht, ob ich es auf leicht machen soll, weil es interessiert mich natürlich auch die Story an dem Ganzen und ich will meinen Fokus halt nicht zu sehr auf Kampf legen. Da weiß ich nicht, ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was ihr sagen würdet. Also aktuell würde ich eher sagen, gehe ich auf leicht. Du kennst ja das Spiel noch nicht, eben, genau, deswegen. Es ist im Grunde so wie bei Night of the Dead. Ja, Night of the Dead habe ich ja auch das erste Mal auf leicht gespielt und bin dann später erst auf einfach gegangen. Es gibt ja nochmal leicht, einfach und dann gibt es normal. Also von daher, ich würde jetzt halt auf leicht gehen. Schauen wir mal. Ich blende mich auch aus, falls ein Film kommt. Gucken wir mal, wahrscheinlich jetzt erst einmal Ladebildschirm. Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so, sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? Es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Mit einem großen Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Und na los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen O'Brien sein. O'Brien! Okay, scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Süße. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen warte, zu diesem. Warte. Wir müssen zu diesem ich Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar.
Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. USA wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Das ist ja mein Start. Ob er es geschafft hat? Ist sein Kumpel? Das stimmt ja. Untertitel können echt nervig sein. Sind beide unterwegs. Er ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest. Everest, hey. Everest. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Los! Okay, Überlebenshinweis, halte zum Beschleunigen W gedrückt. Und wie lenke ich? Also auf jeden Fall nicht mit der Maus. Drücke Alt für einen Boost. Warum gerade Alt? Ja, Munition! Ja, aber viel kann's nicht sein! Ui. Ich denke, mit dem Controller kann das wesentlich mehr Spaß machen. Das ist super. Mal ein Survival mit Story oder sowas. Na, wenn es schon so losgeht, also ehrlich. Längst mit WASD? Ja, ich lenke mit WASD. Also W gebe ich halt Gas. Na Scheiße! Er hat Munition! Ach ja, aber viel kann es nicht sein! Am besten halte ich mich hinter meinem Kumpel, hä? Mann, also das Lenken ist nicht gerade leicht. Ui. Hoffentlich knall ich jetzt nicht wieder gegen diesen Ding. Ah.
Das Einzige, was ich bei solchen Dingen hasse, ist, wenn ich quasi neu anfangen darf, wenn ich es dann ein Stück weit geschafft hast. Ja, ich habe einen Controller. Gefällt dir das? Ja? Du Scheißkerl! Getroffen? Ja. Wow, warte! Er hat sein Bike hingelegt. Okay. Ja, das Fahren dort ist nicht ganz so leicht, ich merk's. Gib mir Deck, alles klar. Er ist da lang. Na los. Oh. Verfolgen. Drücke die mittlere Maustaste, um die Überlebensansicht zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Hey, warte, halt. Moment. Scheiße. Okay, mal sehen. Okay, ich muss eine Sache auf jeden Fall ändern. Und das ist die Mausempfindlichkeit. X-Achse sollte normalerweise die seitliche sein. Schließen? Ich hoffe, das passt jetzt. Ja. Weil das hat mich nämlich jetzt auch gestört beim Fahren, dass die Maus zu langsam war. Warte. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Habe ich keine Waffe? Verdammt! Runter! Ups. Upsi. Komm. Alles klar, Bruder? Ja, nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheißkerl. Mir geht's gut, Buser. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Bein. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los. Durchsuch ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Warte mal kurz. Wo hast du die Drogen, Leon? Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell, versprochen. Na, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, ha? Lebendig, gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, nein, bitte. Ich hab's hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es.
Auftrag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen Mannschaft niemanden geschaltet, wer es findet. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Also ich finde es halt grafisch schon extrem genial. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Finde ich so auch was? Das ist gut. Da ist noch was. Überlebenshinweis. Q, um das Überlebensrad zu öffnen. Ja, okay. Benutze, um die medizinische Kategorie zu erweitern und den Verband auszuwählen. Okay, was muss ich jetzt da machen? Medizinische Kategorie auszuwählen. Ach so, das soll ich auswählen, okay. Ach, ich muss klicken auch noch. Alles klar. Halte R gedrückt, um einen Verband herzustellen. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und... Yeah. Okay, um Überlebensrat zu heilen, wähle den Verband und halte E gedrückt. So, ja, das sollte reichen. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Okay. Sprinten verbraucht Ausdauer. Ich konnte jetzt gerade nicht sprinten, jetzt kann ich anscheinend sprinten. Dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringt Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Scheiße, ich muss fitter werden. Was ist denn links unten das Symbol zwischen Heilung und B? Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Das ist wohl die Benzinleitung, oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja, er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Los. Fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willys? Ja, okay. Hey, was okay. Hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. So. Morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Bereit? Ups.
Fahrzeug schieben. Einige Fahrzeuge können bewegt werden, um Wege zu räumen oder zu blockieren. Halte E gedrückt, um sie zu schieben. Ja. Welchen? Den da? Schieb! Das ist doch eine Falle, 100 Pro. Sie gewinnen, oder? Wir haben sie! Oh Gott, man muss ja auch noch schnell reagieren mit Buchstaben. Drücke Linksklick für einen Nahkampfangriff. Um das Ziel zu wechseln, halte WASD in Richtung eines Gegners gedrückt und drücke okay. Mach schon. Wir haben es fast. Was? Oh Mann. Das Spiel wäre schon zu brutal für mich. Ja, im Grunde ist es mir auch schon ein bisschen zu brutal. So, das Symbol links unten, ich hab's mir immer noch nicht anschauen können. Ah, wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Also mir gefällt es zumindest beim Zugucken. Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich geh vor. Ich habe schon eben getippert, was das für ein Spiel ist. Aber selber spielen, da würde ich mir die Finger brechen. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat Ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Suche Fahrzeuge nach Schrott. Habe ich den dann vergessen? Also hier kann ich nicht rennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, dass ich hier zurückgehe. Missionsgebiet wird verlassen. Oh. Also ich habe auch lange gezögert, Tom, bis ich mich entschlossen habe, dass ich es jetzt doch mal spiele. Okay, bis auf GTA. GTA ist zum Beispiel ein Spiel, das werde ich nicht anrühren. Aber hier geht es halt um Apokalypse und hauptsächlich um Zombies. So, aber du hast irgendwas gemeint vorhin. Was ist das für ein zwischen Heilung und B? Dieses Rad, wahrscheinlich ist das irgendwie Fertigkeit. Vermute ich jetzt mal. Riechst du das? Oh, Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotovs hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Und so ist es wohl. Ah, super. Ich glaube, er ist tot.
Ich glaube, er ist tot, okay. Denke an meine Flinte. Ja. Okay. Du willst wieder da hoch. Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Du bist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Hey, lass es einfach. Ja, super. Na super. Ja, mach halt auf, das Ding. Oh Mann. Das ist genau das, was du brauchst, ne? Kannst du zwischenspeichern, Bobas, und was passiert, wenn du stirbst? Wo musst du anfangen? Das ist eine gute Frage. Also zwischenspeichern kann ich... Ich kann hier speichern, ja. Kein schöner Abgang.